Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen Hannes Germann vorstellen, Ständerat und Mitglied der Kommission Wirtschaft und Abgaben, die sich unter anderem mit dem Fall der Credit Suisse befasst. Dazu Oswald Grübel, früher CEO der Credit Suisse und von 2009 bis 2011 auch Konzernchef der UBS. Ich selbst war bis 2005 im Investmentbanking der Credit Suisse tätig. Ich war jeden Tag am Morgen bei der sogenannten Elefantenrunde bei Oswald Grübel dabei. Herr Grübel, was haben Sie gemacht, als der Deal am vorletzten Sonntag vorgestellt wurde? Haben Sie in den Papierkorb getreten oder haben Sie ein Bier aufgemacht? Nein, wenn etwas vorgestellt wird, ist es ja eigentlich vorbei und ist erledigt. Und wir haben ja schon die Woche vorher Vermutungen gemacht und ich habe auch gesagt, schon Mitte der Woche vorher, dass höchstwahrscheinlich eine Zusammenlegung mit der UBS geben wird. Was haben Sie gemacht? Das war wirklich Ja. ein Spitzel. Es war wirklich schockierend. Ich war auch ernüchternd, ist etwas frustriert, weil wir doch nach der Finanzkrise 2008 eigentlich geglaubt haben, die richtigen Weichenstellungen vorgenommen zu haben. Beispielsweise die Eigenmittelanforderungen wurden nach oben geschraubt. Man hat die FINMA massiv gestärkt. Man hat in der Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung Pläne gemacht, wie das im Falle, dass es zum Schlimmsten kommt, wie das abgewickelt werden könnte, und zwar geordnet abgewickelt werden. Und am Schluss erleben wir ein derartiges Chaos am Sonntagabend. Das war wirklich ernüchternd. Haben wir jetzt die bestmögliche Lösung, Herr Grübel? Ja, das hinterher zu sagen, hinterher ist es einfach zu sagen, ist das die bestmögliche Lösung oder gibt es eine andere Lösung? Die einzige andere Lösung, die es gegeben hätte, meiner Ansicht nach, wäre, wenn die S&P die Bank einfach gekauft hätte. Das hätte etwa 8 bis 10 Milliarden Guck mal, was sie dann gekostet. bezahlen wollten. Aber natürlich, dann wären auch die 17 Milliarden Dollar an diesen AT1-Anleihen nicht verfallen. Ja. Sie haben die CS gerettet und auch die UBS. Keiner weiß besser, wie es geht. Wurden Sie im Vorfeld dieser Aktion kontaktiert? Überhaupt nicht. Nee, bin zu alt scheinbar. Das ist irgendwie wirklich erstaunlich. Aber Sie hätten doch Lust gehabt, nochmals in die Hosen zu steigen, Für was? um die CS wieder zu sanieren. Da wären Sie doch zu haben gewesen, als Berater zumindest. Meiner Meinung nach kann man das nicht tun. Als CEO müssen Sie Tag und Nacht arbeiten, wenn Ihnen was an der Sache gelegen ist. Und auch übers Wochenende. Und ja, wenn Sie Erfolg haben wollen, dann Erfolg haben müssen wir in dem Fall. Aber da bin ich doch ein bisschen zu alt inzwischen dafür. Ja, aber es gäbe ja auch die Möglichkeit, eben beratende Stimmen beizuziehen, eine Art, ich sage jetzt, einen Rat der Weisen zu machen, eben Leute heranzuziehen, die das Business verstehen. Und stattdessen haben sich die Gremien in engsten Kreisen da zusammengesetzt und etwas ausgebrütet unter höchstem Druck, unter Zeitdruck, aber auch unter dem Druck des Auslands, ob das jetzt ob man das wahrhaben will oder nicht. Aber der war einfach spürbar, darum war auch der Jubel nachher so groß. Da wären wir wirklich als Schweizer besser beraten gewesen, eigentlich nach unseren Tugenden zu handeln, alles etwas später zu machen als die anderen, auch die Fehler später zu machen, aber dafür besser zu agieren. Und ich hätte mich natürlich gefreut, wenn man Leute wie Oswald Grübel hier einbezogen hätte, nicht als CEO, aber eben in der beratenden Funktion als Kenner par excellence dieser internationalen Märkte. Gut, wir dürfen nichts vergessen. Heute gibt es ja für alles Gesetze und auch für Berater. Die Ja. dürfen dann keine Insider gemacht werden, weil wenn sie Ja. Insider Ja. gemacht werden, dann schränkt es sich selbst wieder ein. Und das ist, wir leben in einer Welt, die wir selbst Ja. kreiert haben, die nicht mehr so funktioniert wie noch vor 25, 30 Jahren, wo man praktischer und mit Common Sense, wie sagen wir es, mit dem normalen Verständnis gehandelt hat. Heute ist alles eingeschränkt und
Sie lesen selbst die Geschäftsberichte, wie Sie lesen, da sind ja mehr Seiten über alles Mögliche als über das Geschäft. Aber sehen Sie, Herr Vogt, das spricht für seine Bescheidenheit. Tom wäre wahrscheinlich der richtige Mann gewesen. Ich glaube auch sowieso. Also, aber Sie haben mir vorher das Stichwort gegeben, ist es eine Illusion, dass jetzt der ganze Deal da in der Schweiz entschieden wurde, oder war die Handlungsfreiheit eben doch nicht so groß? Hat man vor allem auf, ich sag mal, jetzt Anweisung oder Druck, was auch immer, vom Ausland da reagiert? Ja, das Ausland hat sicher eine Rolle gespielt. Die Credit Suisse war ja in den globalen Märkten oder ist in den globalen Märkten tätig und in diesen auch eng vernetzt. Also logischerweise gab es von dort her Druck. Es ist auch vom Eigner der Kapitalfehler gemacht worden, dass er eben gesagt hat, der Saudi-Arabier würde kein Geld mehr einschießen. Mhm. Und ich glaube, das war die schlimmste Message, die das Ganze fast dann noch zum Überlaufen gebracht hat. Aber ich bin überzeugt, der Druck war groß. Nicht umsonst hat man sich in Amerika und generell in den angelsächsischen Märkten die Hände gerieben. Herr Grübel? So was, ja. Die UBS hat die CS gekauft, dass dabei vom Staat Notrecht eingesetzt wurde und Eigentumsrechte verletzt wurden, spielt jetzt mal zunächst keine Rolle, es ist ein Fakt. Aber lässt sich da überhaupt noch etwas ändern oder sind das jetzt nur noch Phantomschmerzen, die da einige Politiker fühlen? Ja, wenn die Phantomschmerzen die einzigen wären im Moment, dann wäre ich zufrieden. Nein, aber das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube einfach, wir sollten jetzt nicht den Kopf verlieren, Step by Step das mitverfolgen, nachher die notwendigen Lehren ziehen und nicht jetzt schon sagen, ja, die FINMA muss gestärkt werden oder das muss anders gemacht werden oder jenes anders gemacht oder Auflagen an die UBS, die jetzt das zu bestimmten Bedingungen übernommen hat. Und die können wir natürlich nicht im Nachhinein ändern. Es ist schon schlimm genug, wenn wir Gesetze mit Notrecht, es ist fast ein halbes Dutzend Gesetze, es ist wirklich gravierend, die ausgehebelt werden. Bis hin auch zum Öffentlichkeitsprinzip. Niemand darf erfahren, was dahinter steckt. Es sei denn, wir würden wahrscheinlich eine parlamentarische Untersuchungskommission einsetzen. Auch das zeigt, dass es offenbar doch einiges zu verstecken gibt. Ja, nachher wird euch das gerufen, wir wissen. Ich glaube, vor allem, es ging um den Finanzplatz. Und meiner Ansicht nach, weder die FINMA noch die Nationalbank realisiert. Es geht nicht um die Credit Suisse nur, das wäre das kleinere Übel gewesen. Der Finanzplatz ist fertig. Und das haben sie beide nicht realisiert, sonst hätten sie früher den Mund aufgemacht, hätten sich früher überlegt, was sie machen können, um die Bank zu retten, wenn man sie noch hätte retten können. Wenn wir jetzt mal so die Schuldfrage, die steht ja immer noch so ein bisschen in der Diskussion, wenn wir jetzt da mal davon absehen und auch mögliche Lehren über neue Regulierung, die dann irgendwo in Zukunft kommen, wenn wir das außer Betracht lassen und mal die Pflichten der Aktionäre anschauen. Es gibt ja nicht nur Aktionärsrechte, sondern auch Aktionärpflichten, vorrangig der großen Aktionäre. Nehmen wir die Pensionskassen. Sie hätten die Möglichkeit, Fehlentwicklungen bei den Banken, auch bei der Credit Suisse, anzuprangern. Ich sehe aber nicht, dass da in den vergangenen Jahren wirklich viel passiert ist. Herr Grübel, haben Sie jemals in Ihrer Zeit die Pensionskassen zu spüren bekommen? Ich habe höchstens ein-, zweimal mit Ihnen gesprochen, wenn Sie mich sprechen wollten. Aber eben, Sie hätten mit Ihren Stimmen die richtigen Leute im Verwaltungsrat wählen sollen oder vorschlagen sollen. Mhm. Ich glaube, das Ausland wäre gefolgt, weil das Ausland hat sich eigentlich nie darum gekümmert, wer im Verwaltungsrat sitzt. Also jetzt wird gejammert über die Verluste, die man eingefahren hat mit den CS-Aktien. Ja gut, Sie haben es in der Hand gehabt, Sie haben Stimmen gehabt. So, weshalb haben Sie zugelassen, dass diese Leute, die im Verwaltungsrat saßen, gewählt wurden? Mhm. Ja.
Wie sehen Sie das, Herr Gehmann? Ja, genau gleich. Und also, dass sie eben auch sich selbst und dem Management und den Angestellten Boni ausgezahlt haben, derweil der Wert der Firma sich halbiert oder gedrittelt oder am Schluss fast auf 10% reduziert hat. Solche Dinge verstehe ich nicht. Und da müssten die Aktionäre wirklich aufstehen. Ich hoffe, das ist ein Lehrstück auch für andere Unternehmungen, dass eben die Aktionäre auch selber besser hinschauen und die richtigen Verwaltungsräte vorschlagen. Herr Gehmann, Sie haben es gehört, die Pensionskosten sind passiv gewesen. Dabei hätten Sie ja die treuhänderische Aufgabe, die Vermögen der hart erarbeiteten Gelder, die zu verwalten. Und wenn Sie das hören, ja, natürlich, auch diese Leute verlieren natürlich einen Teil ihres investierten Kapitals, namentlich die 16 oder 17 Milliarden AT1-Kapital, die man hätte wandeln können oder sollen oder müssen. Die Aktionäre verlieren auch etwas, aber wenigstens nicht alles. Da wird gut gedrittelt auf sehr tiefem Niveau. Es kann aber auch wieder aufwärts gehen, insofern. Ja, sie hätten mehr machen müssen, aber auch andere hätten mehr machen müssen. Und ich hoffe einfach, dass das ein Lehrstück wird, auch für die Besetzung generell von Verwaltungsräten und dass man diese künftig entsprechend im Obligationenrecht auch in die Pflicht nimmt. Die gesetzlichen Grundlagen wären nämlich da. Spielen wir Lehrerkonferenz, geben wir der FINMA Noten. Wie in der Schule, 4 ist genügend, 6 ist herausragend. Welche Note würdet ihr der FINMA geben? Ich würde eine 3 servieren. Ja gut, ich werde von der FINMA selber beaufsichtigt in meiner Funktion als Verwaltungsrat einer Bank, aber es ist tatsächlich, man kann das nicht anders sagen, es ist nicht genügend gewesen. Herr Grübel? Nach dem Interview, das der Herr Rank angegeben hat und das generell sagt, dass er eigentlich nichts hätte machen können, was ich nicht verstehe, aber wenn das so ist, wenn er nichts machen kann, dann kann man ihn auch nicht benoten. Ja, aber dann braucht es ihn auch nicht. Also das könnte eine Schlussfolgerung sein, aber mir geht es mehr darum, FINMA muss mit der SMB zusammenarbeiten, sonst passiert sowas wieder. Ja, jeder Finanzintermediär wird von der FINMA bis auf die Unterhose ausgezogen und es kostet auch noch eine ganze Menge deren Service. Wer unsorgfältig arbeitet, kann nach der zweiten Verwarnung ein Berufsverbot erhalten. Jetzt bei den großen Banken haben wir gesehen, funktioniert die FINMA nicht eben wirklich gut, obschon sie in den letzten Jahren ein beispielloses Personalwachstum hatte, etwa 600 Leute, nach den Zahlen, die ich gesehen habe, arbeiten dort. Erfüllt die FINMA in der heutigen Form überhaupt ihren Zweck oder müsste man sie nicht besser kleiner machen und dafür die strafrechtlichen Wege etwas schärfen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die FINMA macht auch vieles richtig. Man hat sie installiert, damit sie eben strenge Kontrollen macht, weil ich finde, es ist einfach etwas zu bürokratisch ausgelegt da und dort. Man müsste noch mehr nach der Relevanz der Gebiete auch beaufsichtigen, dort, wo wirklich die Risiken sitzen, eben reingehen und für gute Lösungen sorgen oder diese auch allenfalls erzwingen. Da hat die FINMA Instrumente, mit die kann bis zum Entzug der Gewähr gehen, oder? Und das sind starke Instrumente. Ich glaube, ein Bußenkatalog würde nicht viel mehr bewirken. Aber ja, die FINMA macht in weiten Teilen auch einen guten Job, aber hier bei den Großbanken, da war oder ist sie offensichtlich überfordert. Das darf nicht sein, dass man erst ein paar Tage vor dem Zusammenbruch etwas hört. Herr Grübel? Ja, mit strafrechtlichen Vorgehen kommen wir vor allem was, aber wenn Sie Personen, denen sagen, sie können bestraft werden, dann kriegen sie keine besseren Leute, dann kriegen sie effektiv nur schlechtere Leute. Weil die in Kauf nehmen, bestraft zu werden und aber nicht das Geschäft entsprechend kennen. Weil die das Geschäft kennen, das Geschäft machen würden, haben keine Lust, wenn irgendein Untergebener einen Blödsinn macht, dass sie dann dafür bestraft werden. Mhm. Also mit Strafe
Das ist Schulbub-Sachen. Jetzt haben wir ja immer die Diskussion auch, die gerade in den letzten Tagen immer wieder aufkommt. Und das war auch das Erste, was man gehört hat nach dem Aufkauf der CS durch die UBS, Eigenkapitalquote erhöhen. Also, da haben sich einige Politiker besonders herausgetan. Was sagen Sie dazu, Herr Grübel, zuerst? Eigenkapital, wie wir gesehen haben, jetzt gerade, nützt nur bedingt etwas. Und in dem Moment, wo Sie einen Banker haben, brauchen Sie Liquidität. Je mehr Eigenkapital Sie in der Bank aufzwingen, umso unprofitabler wird sie. Das ist ganz klar. Wir sind weit weg von der Leverage, die wir hatten in 2008. Und weit, weit weggekommen. Das war richtig, damals diese Regeln zu erlassen. Das ist gar keine Frage. Aber heute noch mehr und mehr Eigenkapital in der Schweiz zu verlangen als im Rest der Welt, wird dann die Schweiz wird vielleicht als solider angesehen, aber ich glaube nicht, dass sie deshalb mehr Geld aus dem Ausland anzieht. Sowieso werden in der ganzen Welt jetzt Kapitalkontrollen gemacht in jedem Land und in einigen sozialistischen Ländern in Europa sehr stark sogar. Es wird das Fließen von Geld in die Schweiz verhindern. Weil alle Länder haben erkannt, auch mit dem Informationsaustausch, das hilft nicht viel. Sie wollen effektiv die Regierung, die wir heute haben, und ich würde sagen, die jetzigen Linken sind die neuen Rechten, die wollen das Geld in ihrem Land haben, damit sie Zugriff darauf haben. Ja, das ist so. Der Wettbewerb, wir müssen dafür sorgen, dass die neue Bank, das neue Konstrukt wettbewerbsfähig bleiben kann. Da können wir nicht Auflagen machen, mit denen sie dann im Level Playing Field im Globalen eben kürzere Spieße haben. Sonst dienen wir dem neuen Konstrukt mit Sicherheit nicht. Und die brauchen jetzt Power, und zwar vorwärts Power. Also ich finde auch richtig, was Sie gesagt haben, Herr Grübel. Weniger Eigenkapital gibt weniger Gewinne. Und man sieht ja gerade bei der UBS, weil sie einen Gewinn hat, kann sie auch die UBS übernehmen, die CS übernehmen und Risiken in dem Sinn tragen. Eine Bank, die keine Gewinne oder nur wenige macht, ist nicht mehr sehr risikofähig. Und da sind wir ja soeben vor 2 Wochen gewesen. Zuverlässig, rock solid, steht auch noch in 100 Jahren. Das war der Nimbus Schweiz. Doch mit dem Kollaps einer Großbank und auch dem Einsatz des Notrechts, wo das Aktionärsgesetz ausgehebelt wurde, ist das meiner Meinung nach alles weg. Wir werden gewöhnlich. Welche Argumente haben die Finanzdienstleister in der Schweiz in der Zukunft noch? Herr Gehrmann? Ja, wir müssen einfach diese Trendumkehr schaffen. Einst auf Rang 5 weltweit als Standort Zürich, jetzt noch Rang 20. Das müssen wir wieder umkehren können. Und da hilft nur ein Befreiungsschlag. Wir müssen auch wieder dafür sorgen, dass eben jetzt die neuen Unternehmen, wie sie dann immer weiter existieren, nicht behindert werden, sondern wieder wachsen können, aber basierend auf Schweizer Tugenden. Dann bin ich überzeugt, kann man wieder sich dem Trend auch der Pharma anschließen, die weltweit auf dem Vormarsch ist, auf die wir stolz sein können. Aber die Unternehmen müssen auch wieder ein Stück schweizerischer werden. Diese Werte hat man vernachlässigt. Mhm. Gut, wir müssen die Schweiz attraktiv halten und als Land, dass es attraktiv ist für große werthaltige Unternehmen hierher zu kommen oder hier zu bleiben. Ich vermute, dass sich die UBS weiter mehr global entwickeln wird, was natürlich ist, weil der Markt hier in der Schweiz ist natürlich begrenzt. Wir haben ja heute schon, dass die Wealth Management Märkte in Asien und Südamerika und verschiedenen Ländern, wo eben viele Milliarden von Leuten leben, die einen besseren Wohlstand bekommen, deren Wohlstand wächst. Unsere geht vielleicht schon runter, aber deren Wohlstand wächst. Und die brauchen Bankdienstleistungen, die wollen Beratung brauchen und so weiter. Und das
eben ein großes Unternehmen wie die UBS sich im Wealth Management noch mehr verspezialisieren würde, um in diesen Märkten tätig zu sein. Schweiz, die Änderung hat angefangen, als wir uns dem Rest der Welt angepasst haben. Wir waren etwas Besonderes, etwas, wo sogar Hollywood in jedem Film reingebracht hat, weil sonst war der Film nicht interessant, zwar im negativen Sinn, aber es hat allen in der Welt gesagt, man muss ein Geld in der Schweiz haben. Mhm. Das hat sich nicht wegen der Credit Suisse jetzt, das hat sich schon vor Jahren geändert. Und das wird sich jetzt noch weiter ändern. Jo, willkommen zur neuen Welt. Und wie sich die Politik verändert hat, verändert sich das auch das Geschäft. Wenn wir nochmals zum Finanzplatz Schweiz zurückkommen. Von der Regierung kam die Aussage, es wäre keine Lösung gewesen, dass die SNB Eigentümer der CS geboten wäre. Das wäre ja zu einem Preis, würde ich jetzt mal sagen. Weshalb? Ja, und interessant ist ja, man hätte die ja theoretisch kaufen können und dann sanieren. Aber dabei wurde ja unterschlagen, die PostFinance, eines der größten Schweizer Finanzinstitute, befindet sich ja auch zu 100% in Staatsbesitz. Und dabei ist es genau auch das Wissen, dass der Staat bei Ausfällen gerade stehen müsste bei der PostFinance, der ja genau viele Kunden dahin bringt. Also das ist irgendwie eine groteske Situation. Denken Sie nicht auch, Herr Germann, dass man diese Situation jetzt auch irgendwo mal angehen müsste mit der PostFinance? Ja gut, das ist ein ganz anderes Problem. Aber ich persönlich finde, wenn schon die PostFinance eine Bank werden will, eine Lizenz, eine vollwertige erwerben will, dann soll sie sich das Kapital auf dem Markt beschaffen, aber doch nicht beim Steuerzahler. Mhm. Da muss ich sagen, das geht jetzt meines Erachtens überhaupt nicht. Wir haben auch gar nicht die Verfassungsgrundlage. Die Eidgenossenschaft führt eine Bank und das ist die Nationalbank mit ihrer Unabhängigkeit, die sie auch haben muss. Und das ist gut so. Die Nationalbank hat auch in allen Fällen eigentlich einen sehr guten Job gemacht, darf auch mal gesagt werden. Mhm. Sie hat ihre Aufgabe verstanden. Natürlich, Nationalbank ist ein Pfeiler der Schweiz als solches. Aber ich glaube trotzdem, ohne zu wissen, wie die Zahlen waren, bevor das Desaster passiert ist, und vielleicht war das der Grund, weshalb die Nationalbank nichts weiter unternehmen wollte. Wir haben natürlich andere Gesetzgebung für unsere Nationalbank, als die anderen Staaten für ihre Zentralbanken haben. Und in Amerika ist es einfacher für die Federal Reserve Bank, eine Bank zu übernehmen. Und die muss nicht erst die Regierung fragen oder so etwas. Das hätte mit der Bilanz, die unsere Nationalbank hat, die ja zur höchsten der Welt gehört im Verhältnis zur Einwohner- und zur Wirtschaftsleistung, ist glaube ich sogar die höchste Bilanzsumme der Welt in Relation. Ohne weiteres hätte sie es kaufen können. Ja. Aber dann, und sie hätte auch, wenn sie einen den richtigen Verwaltungsrat gesucht hätte im Markt, den hätte sie auch bekommen. Weil als Nationalbank hat sie ein viel höheres Image. Sie hätte gute Leute anstellen können, die die Bank für sie geführt hätten. Das war das, was ich reingebracht habe. Aber wie gesagt, ohne zu wissen, wie die Situation in der CS war. Und ich glaube eben, die SNB sieht sich selbst nicht in dieser Rolle und will von dem eigentlich nichts wissen. Könnte die WEKO im Fall der fusionierten UBS-CS allenfalls noch interessant oder wichtig werden? Sie sorgt sich ja, wie ich gehört habe, auch darüber, wenn die CS und UBS dieselben Lehrlingslöhne bezahlen. Bei einem fusionierten UBS-CS möchte sich die WEKO eigentlich noch viel größere Sorgen machen. Denken Sie nicht, dass das da auf dieser Druck, der Druck von dieser WEKO jetzt dazu führen könnte, dass die UBS eventuell Teile der geschluckten CS an die Zürcher Kantonalbank oder die PostFinance groteskerweise sogar abgeben müsste? Das ist schwierig, das ist jetzt wirklich schwierig zu beurteilen. Ich kann mir eigentlich das nicht vorstellen. Also eine Lösung, wie sie Herr Grübel aufgezeichnet hat, das wäre eigentlich der Idealfall für
sind noch nicht ganz alle Türen geschlossen. Aber wie gesagt, die UBS müsste auch mitspielen bei der Suche nach der richtigen Lösung. Denn die UBS kann ja auch nicht ein Interesse haben, dauernd als einziger Riesenklumpen im Fokus zu stehen. Und dann werden die Liquiditätsanforderungen hochgefahren. Die FINMA beschäftigt sich noch viel stärker mit ihr. Und am Schluss kann sie kaum mehr arbeiten vor lauter Anforderungen, geschweige denn rentabel sein. Und das meine ich, das wäre eben genau das Falsche, das wir tun würden, auch wenn man jetzt danach natürlich, es würde einem schon reizen, endlich mal der ganzen Sache einen Riegel vorzuschieben. Aber ich glaube, wir machen schon viel, wenn es uns gelingt, die Boni an die Ausschüttungsquote zu koppeln. Das wäre ein einfaches System. Man kann doch nicht dauernd die Aktionäre übergehen und am Schluss ist nichts mehr da. Die Aktionäre haben alles weg. Und noch schlimmer, die Obligationäre von diesen Bail-in-Bonds, die Instrumente, die man als Geheimwaffe geschaffen hat für eine geordnete Abwicklung, die werden jetzt vollumfänglich enteignet. Man stelle sich das vor, das ist ein zweistelliger Milliardenbetrag. Das ist in der Schweiz, das sind schon einmalige Vorgänge. Ja gut, das stand im Prospekt drin, die mussten damit rechnen. Ja, ja, klar, aber das stimmt. Ich stimme Ihnen bei, man kann nicht einen Deal machen und hinterher zurückkommen und sagen, nee, wir haben uns anders überlegt. Dann haben sie Gefahr, dass die UBS sagt, gut, dann sind wir raus, wenn ihr euch anders überlegt habt, was macht ihr dann? Also so geht's nicht. Wenn man einen Deal gemacht hat, wenn man das abgesichert hat, dann muss man es so machen. Was ich mir vorstellen kann, ist in Zukunft, wenn die UBS weiter wächst, sie wird nur weiter wachsen im Ausland, dass sie von selbst und mit Übereinstimmung vom Regulator gewisse Geschäfte hier in der Schweiz, die das Schweizer Geschäft betreffen, die Schweizer Einlagen, die Schweizer Zahlungsverkehr und so weiter, dass er unter Umständen das abspaltet, was der Regulator will. Was wir in, und zurückzukommen auf die Big to Fail Sache, wo man gesagt hat, ja, dann in dem Moment, wo was kommt, spalten wir was ab. Nein, geht nicht. Das müssen sie vorher machen. Und in dem Moment geht es nicht, weil natürlich kommen die anderen zwei Regulator und sagen, Moment mal, ihr könnt da nichts abspalten, uns gehört etwas von dem, was ihr abspalten wollt. Und das ist Träumerei. Ja, aber um auf Ihre Frage von der Wettbewerbskommission zurückzukommen, die wird das gut ansehen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass man im Vorfeld auch die Wettbewerbskommission mit einbezieht. Immerhin geht es um die beiden größten Player auf diesem Platz. Und das ist doch etwas Unglaubliches. Man muss sich das mal vorstellen. Die WEKO hat sich auch eingeschaltet bei der Übernahme von Denner durch Migros, aber sie hat im Vorfeld dann geprüft, gibt es im Ausland allenfalls Interessenten, die für Denner mehr bezahlen würden. Das wurde alles seriös abgeklärt und erst als man gesagt hat, nein, das ist eine gute Sache, auch für die Schweiz, für die Konsumentinnen und Konsumenten, hat sie der Übernahme zugestimmt und da hätte vielleicht schon noch etwas rausspringen können, das uns auch gefallen hätte und das auch für den Finanzplatz Schweiz eben besser gewesen wäre, als jetzt dieses Risiko alles auf die UBS zu konzentrieren. Jetzt ja, aber es ist zu spät, denn es war eben, es war Notrecht und fertig. Und jetzt hinterher sind wir alle schlauer. Sie hätten eben vorher schlauer sein sollen. Aber im Rechtsstaat soll natürlich nicht Notrecht zur Tagesordnung werden, oder? Man hat verschiedene Rechtsbereiche, erklären kann man alles. Ja. Jetzt im Zuge dieser Zusammenlegung der beiden Großbanken werden Rechenzentren überflüssig, viel Infrastruktur, Gebäude auch und Arbeitsplätze. Was denken Sie? Man schlägt der Fachkräftemangel im Finanzgewerbe bald ins Gegenteil um? Ja, das hoffe ich nicht. Wenn die UBS eine gute Lösung findet, dann wird es auch gelingen, viele Leute weiter zu beschäftigen. Ich denke, das müssen wir wirklich der Reihe nachnehmen und jetzt nicht schon auf Panik machen. Die CS hat auch gute Leute, sie hat namentlich im Wealth Management ist sie auch gut positioniert. Das ist eine Kernkompetenz auch dieser Bank. Und ich glaube, diese Qualitäten sollte man nicht verspielen. Das wird auch die UBS nicht freiwillig hergeben. Das wäre ja naiv, oder? Und darum bin ich eigentlich nicht so pessimistisch in dieser Hinsicht. Aber es wird zu einem massiven Stellenabbau schon kommen können. Zweckoptimismus, was meinen Sie, Herr Grübel?
Aber wir müssen jetzt mal sehen und mal abwarten, wie die UPS, was sie bekannt gibt, wie sie die ganze Integration führen will und so weiter. Und ich glaube, auch diejenigen, die ihren Job verlieren, finden Arbeit. Es ist nicht, höchstwahrscheinlich nicht so gut bezahlt wie bisher, aber es herrscht allgemein überall Arbeitsmangel. Und ja, es gibt nur eine Bank, also, aber viele kleinere Banken unter Umständen suchen Fachkräfte und so schlimm wird es nicht. Also immerhin haben wir mit dem Versicherungsmarkt auch noch einen großen Markt, wichtige Player hier in diesem Land und die können sicher gute Leute auch sehr gut gebrauchen. Ja. Jetzt zum Schluss noch eine Prognose von beiden. Bitte zur Weiterentwicklung des Finanzplatzes. Wie groß ist der Schaden, den die Schweiz durch diese Ereignisse insgesamt angefahren hat? Und womit muss ich persönlich oder jeder von uns rechnen? Also ich hoffe eigentlich, dass der Schaden nicht noch größer wird. Ich glaube, er ist angerichtet. Und wenn die Schweiz jetzt zeigt, dass sie eigentlich aus einer derartigen Situation etwas Positives machen kann, dann ist man möglicherweise im Markt einen Schritt weiter, eben als die Konkurrenz, die jetzt verschont bleibt, die jetzt vielleicht etwas Häme sogar hat, da und dort. Die werden sich wundern, wenn diese Bank das wirklich gut macht in der neuen Konstellation, dann werden sich hoffentlich die anderen noch verwundert die Augen reiben eines Tages. Aber wie gesagt, es braucht ein großes Stück Arbeit, es braucht eine Rückkehr zu schweizerischen Werten, es braucht auch mehr Schweiz in diesen Verwaltungsräten und auch in den Geschäftsleitungen. Wir Schweizer können das und wir haben das lange genug bewiesen. Herr Grübel, Ihre Prognose? Ja, wie schon gesagt, ich glaube, unser Finanzplatz wird mehr internationaler jetzt. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Wir werden nicht mehr, und es hat viele Gründe, auch politische Gründe, wie die mit Neutralität und mit allen möglichen Sachen zu tun haben, hier in der Schweiz, vor allem von der Regierung her. Wir werden nicht mehr in Zukunft das Land sein, wo alle Werte in Europa reinströmen und wir werden mit anderen Finanzplätzen in Konkurrenz treten müssen. Wir werden gewöhnlicher werden. Also nicht mehr der typische Finanzplatz im James-Bond-Film, wenn ich Sie richtig verstehe. Gut, besten Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Gerne. Auf Wiedersehen.